Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier von Let's Play Tauritius. Und selbstverständlich ist Dalu auch wieder mit dabei. Hallo. Ich habe mich Tränke geschnappt, damit ich endlich da runtertauchen kann. Bist du schon unterwegs? Ne, hier stehst du noch. Ich muss noch die Tränke auspacken. So. So. So, jetzt in der Nachtsicht und Unterwasseratmung. Dann sollte das Ganze ja jetzt endlich fetzen hier. Jetzt sieht man auch was unter Wasser. So, wie lange hast du Luft? Lass mich gucken. Minute 40, also 2 Minuten war der Buff. Ja. Ja, das funktioniert auch komplett ohne. Ja gut, aber hast ja gesehen, weil wie ich mich da letztens angestellt habe. Ich habe ja gar nichts gesehen. Ich bin ja selbst 2 Meter vorm Boden noch blind gewesen, wie nochmal was. So. Bin ich mal gespannt. Und da ist einfach irgendwie eine Kiste? In dem Boot, ja. Okay. Sehr schön. Ah, da haben sie anderes Laub verbaut hier unten. So. Ah ja, hab sie gefunden. Sehr schön. Ah, das sind sogar 2. Oder nein. In dem Boot. Bist du in dem Boot? Es ist ein ganz kleines Schiff nur. Ach, da, Seite. Hab schon gefunden. Also viel kannst du nicht, also ist da ja nicht einfach. Hab mich verschaut. So, muss ich nur noch raus hier wieder. Nee, wenn du die Schuhe, achso, ja klar, du musst nur zum Strand schwimmen, dann wirst du weggeportet. Jo. Ich spiel U-Boot, U-Boot. Das ist cool. Ich treibe gerade mit dem Schiff, also mit dem Ach ja, stimmt, Schlauchboot, wenn du das Schlauchboot im Wasser auspackst, schwimmst du ja direkt nach oben. U-Boot. So. Dann gehen wir das mal zurück hier. Sehr schön. Schau schon mal, dass ich da hinkomme, wo du hingeportet wirst. Okay. Hier ist auch die nächste Quest direkt. Jo. So, Niklas, hier bitteschön. Yes. Okay. Du musst zu so einer kleinen Hütte geportet werden. Ja, genau so ist es. Und da ist eine Endertruhe. All möglichen Grüns. Ach, und Niklas ist auch hier. Hallo, Niklas. Und ein Fernseher. Huch. Müsste jetzt irgendwo unter der Hütte sein. Noch sehe ich dich nicht. Ah, da ist er. Ah, da. Hallo. Mal gucken. Ja, passt schon. So, warte, ich fetz den der. Da unten ist er. So. Oh, was ist denn das? Ja, hier ist eine ganze Stadt, die geht bis zur anderen Seite herüber. Ach, das ist von der anderen Seite jetzt. Ah, verstehe. Aber hier müssen wir rein. Schon wieder was gefunden. Ah, die Quest, sehr schön. Der kranke Doktor. Finde den kranken Doktor, hilft dem Doktor, die Stadt zu retten. Den kranken Doktor. Wo finden wir ihn? In dem Turm da drüben gibt es ein Glutherz. Leider kann ich nicht schwimmen. Das haben wir. Haben wir es mit? Ich habe das nicht mit. Glutherz habe ich mit, ja. Ich habe das nicht mit. Wieso kannst du nicht schwimmen? Was, wieso? Du hast gesagt, du kannst nicht schwimmen. Nein, schwimmen darüber in dem Turm. Aber ich muss das Glutherz auch nochmal aus dem Turm da holen anscheinend. Das ist, glaube ich, für diese Quest. Ach, du hast das aus dem Chat vorgelesen. Ich dachte mir, hä, wieso kannst du jetzt auf einmal nimmer schwimmen? Okay, ich schaue so lange hier mal ein bisschen, ob ich was finde. So. Also müsste ja mein Glutherz, das ich habe, in der Auswahl sein. Die Ender-Chests sind nicht über... Also, das ist eine Ender-Chest, das kann ich jetzt nur einmal looten. Oh. Das heißt, ich muss zum Spawn zurück. Ja, das ist ja gar nicht... Ich glaube, der Spawn war nicht so weit weg von hier. Weiß nicht. Hast du die in die Ender-Truhe gepackt, oder was? Das Ding? Ja, klar. Weil die Endertruhen sind ja alle nicht miteinander verbunden. Ja, mir war auch schon aufgefallen, weil sonst hätte in der anderen Endertruhe
hätten Holzblöcke drin sein müssen. Ja, wollen wir dann nochmal zum Spawn zurück, oder wie? Bleib ruhig da, ich bin auf dem Weg zum Spawn. Ich weiß, glaube ich, wo der ist. Okay. Funktioniert Slash Spawn hier? Ja, dann müsste ich ja wieder zurückfinden. Deswegen versuche ich direkt hinzufinden. Ah, stimmt. Hier schlagen sich zwei Dorfbewohner. Geht's noch? Ach, kranker Villager, die schlagen sich nicht, die sterben. Nee, ist doch, glaube ich, weiter weg als gedacht. Eine andere Hafenstadt als die am Anfang. Mhm. Hm. Also ich versuche mal die Quest auf die schon mal zu lenken und dann gehe ich zum Spawn zurück. Okay. Ich glaube, das habe ich. Slash Spawn, sagst du? Ja. Die Fledermäuse ziehen sich noch an den Stirn zurück. Okay. Ich schaue so lange schon mal, ob ich eventuell den Doktor finde. Feuerkugeln habe ich hier nur drin. Wie sieht das Glutherz aus? Wie so ein Magma-Feuer-Dingsterwumster-Ball. Von so einem Schleim, von den Feuerschleim, so ein Ball. Ja, da habe ich Feuerkugeln, habe ich ganz viele, aber keinen. Ja, aber genauso sieht das auch aus. Aber auch in der Ender-Chest habe ich keinen. Und das Glutherz da drüben hast du nicht bekommen. Was heißt da drüben? In dem Turm, weil du sagtest, da ist ein... Ja, das haben wir doch am Anfang gelootet. Okay. Das ist ja das, was du hast. Ach so. Ah, ich verstehe, denn hier ist... Ich habe den Doktor nämlich gefunden und diesem Doktor müssen wir verschiedene Sachen bringen. Ja, ich guck mal noch. Ich weiß, wo noch eine Ender-Chest ist. Ich lauf mal zu der eben. Mhm. Puh, das könnte schwierig werden. Was denn? Diese ganzen Dinge alle zu finden. Höhlenzombiehaar, strahlender Kugelfisch, ja, das ist ja alles. Das wird ja alles da sein. Mm. Und man soll mit den Dorfbewohnern reden. Die sagen einem, wo das Zeug ist. Nein, Krankenreden macht wenig Sinn. Oh, ich habe hier was gehört. Wo waren wir denn danach noch, wo noch Ender-Chests sein können? Wie gesagt, schade, dass sie nicht miteinander verbunden sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Also ich weiß nur, dass wir ganz am Anfang welche hatten. Da hatten wir ein bisschen was reingepackt. Oh, ist das nervig mit dem Boot, wenn unter dir irgendwie Erde ist. Also anscheinend, als wenn das Boot bis zum Grund geht. Ich bleibe überall hängen, obwohl hier nichts ist. Hier hinten ist auch noch eine Endertruhe gewesen. Na, hallo Sepp. Sepp will nicht reden. Ah, die Zombiehöhle ist hier schon mal. Um Zutaten zu farmen. Fang doch noch nicht an. Nee, ich fang nicht an. Ich schaue mich nur schon mal ein bisschen um. Mehr nicht. Doch nicht ohne dich anfangen. Mhm. Weil es ganz nervig, wie hier die Dorfbewohner die ganze Zeit vor sich hin sterben. Ne, auch in der Ender-Chest das nicht. Das heißt, ich weiß nicht mehr, wo in welcher Ender-Chest das Teil ist. Das heißt, ich muss irgendwie einen Admin erreichen. Das heißt, die Quest kann ich jetzt nicht machen. Neues, Glutherz können wir nicht... Hier geht ja nicht. Ist leer. Ist ja eine Ender-Chest. Das heißt, es ist ja nur einmal drin pro Spieler. Hm. In irgendeiner Ender-Chest ist das Teil gerade drin. Okay. Dann gehen wir zu lang zu einer anderen Quest, oder? Wir können ja beide Slash Spawn machen. Okay. Yes. Was? Bist du hier? Ja, ja. Du siehst mich wahrscheinlich noch nicht. Oh, ich brenne, ich brenne, ich brenne. Feuer! So. Alles ist gut. Kann es sein, dass es nur die eine Quest gibt?
Ja, irgendwie kam sofort, man soll den Ding nicht spammen. Wo kommt denn das ganze keine, Loot jetzt hier? Er gibt keine neue Quest mehr an, ne? Ja. Wo kommt das ganze Loot jetzt auf einmal? Einer weggeworfen. Cool. Irgendwas Wichtiges bekommen? Nee, nee, eine Eisenbrustplatte, aber nichts. Okay. Okay, das ist komisch. Er zeigt noch in dieselbe Richtung, ne? Wenn es in diese Richtung zeigt, dann ja. Ich weiß nur mal, in welche Richtung das es gezeigt hatte. In die, wo es auch jetzt hinschaut. Und rechte Maustaste ändert nicht mehr. Oder kann man vielleicht nicht mehr die Reihenfolge ändern? Na, es passiert nichts, weil wenn ich nochmal drücke, dann kommt, ich soll den Kompass nicht spammen. Naja gut, dann könnte man zumindest die anderen Zutaten schon mal holen. Und hier war dein Zeug nicht drin. Nee, nee. Und bist du da schon mal davor gegangen? Auch, da hinten war ich schon. Okay. Da war ja auch was. Na, ist dann jetzt natürlich ärgerlich. So. Okay. Warte kurz, ich hab grad einen. Jo. Alles kein Problem. Ich schau so lange mal ein bisschen rum. Sehr schön. Und Fisch. Jetzt habe ich wieder ganz schön viel Essen hier. Also das ist ja wieder diese Anfangskiste. Jo. Schau ja trotzdem noch mal ab und zu ein bisschen rein, ob es noch irgendwas Wichtiges gibt, was ich brauchen könnte. Weil Futter ist nie schlecht. Oh, verzaubern wäre auch nicht schlecht. Wo ist denn hier den Enchantment Table? Hier auf der Seite. Hinter dir. Da. Genau. Nehme ich mal den leichteren. Schutz. Okay, Schutz hört sich gut an. Oder hinten wäre sogar ein Amboss gewesen und ich habe die Bücher weggelegt. Nennen wir es mal weggelegt. Und hier haben wir auch nochmal Schutz. Und auf die Hose nehmen wir mal den Vierer. Da haben wir Haltbarkeit. Yay. Okay. Ist alles schon verzaubert. Ein Bogen. Bogen verzaubern hört sich gut an. Haltbarkeit. Okay. Du wartest jetzt auf die Rückmeldung, oder wie? Ja, er macht das gleich. Cool. So, aber der erste Part ist auch schon zu Ende. Von daher passt das ganz gut. Oh, ist ein bisschen kurz geworden, aber okay. 15 Minuten oder nicht? Es haben noch keine 15 Minuten, aber ist schon okay. Nicht ganz 14. Ich meine, wir haben um halb gestartet. Nicht ganz 14, aber... Ach, du hast ja länger zum Anfang gebraucht. Du wieder. Ja, ist so. Du solltest anfangen, hast du ja gefragt. Ach, ich soll anfangen? Diese Ausreden immer. Ich habe das mit aufgenommen. Dann machen wir nächste Folge weiter, genau. Dann können wir schön weiterbauen und weiter questen. Alles klar, Leute. Schaut doch mal bei Julia vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.